Und wir sprechen jetzt mit Richard Kiewitz-Bosch, Direktor von International Vision Centers in Düsseldorf. Und er sagt uns, was ist die Kernkompetenz Ihres Unternehmens? International Vision Centers führt Augenlaserbehandlungen durch. Eine Augenlaserbehandlung ist eine Alternative, wenn man ohne Brille oder Kontaktlinsen scharf sehen möchte. Was ist der Vorteil, wenn ein Kunde zu Ihnen in die Beratung kommt? International Vision Centers ist international tätig. Wir haben unsere Klinik, wo wir unsere Augenlaserbehandlungen durchführen, in Amsterdam in die Niederlande. Hier in Düsseldorf führen wir Erstdiagnose, Beratung durch. Wir können hier feststellen, ob Menschen geeignet sind für eine Augenlaserbehandlung. Und wie erfolgt dann die Beratung? Was kommt danach? Wie ist dieser komplette Ablauf dann? Wichtig, wenn man interessiert ist an einer Augenlaserbehandlung, ist, dass man vorab feststellen lässt, ob man auch geeignet ist für eine Augenlaserbehandlung. Wir stellen fest, dass 20-25% der Interessenten nicht geeignet sind für eine Augenlaserbehandlung. Daher haben wir für diesen Konzept gewählt, dass wir vor Ort in Düsseldorf eine Erstdiagnose durchführen können, die Beratung durchführen können und dass die Menschen nur zu uns in der Klinik in Amsterdam kommen, wenn man auch geeignet ist und da auch behandelt wird. Und wenn die Behandlung erfolgreich läuft, inklusive der Korrektur, wie lange ist der Heilungsprozess oder wann kann man durch die Welt gehen ohne Brille? International Vision Centers hat sich fokussiert auf der neueste Augenlaservorgang und das ist Femtolasik. Femtolasik ist der sicherste und meist detaillierte Augenlaservorgang, Augenlaserbehandlung. Vorteil bei diesem Vorgang ist, dass man nach der Behandlung nur während 4 Stunden ein brennendes, unangenehmes Gefühl an die Augen hat. Das ist nicht sehr schmerzhaft. Nach diesen 4 Stunden kann man die Augen wieder öffnen, kann man normal sehen und ist man wieder im Einsatz. Der Ablauf normalerweise ist so, dass man Tag nach der Behandlung nochmal zur Kontrolle in der Klinik kommt. Danach gibt es weitere Kontrollen nach 1 Monat, 3 bis 6 Monate, 1 Jahr nach der Behandlung. All diese Kontrollen können wir hier in Düsseldorf wieder durchführen. Zahlt das eventuell auch die deutsche Krankenkasse oder braucht man da eine Privatversicherung für? Meistens bezahlt leider der Krankenkasse nicht. Eine Augenlaserbehandlung führt man durch, wenn man abhängig ist von Brille oder Kontaktlinsen. Und das bedeutet, eine Augenlaserbehandlung ist leider eigene Wahl. Das bedeutet, die Krankenkassen werden nicht bezahlen. Es gibt da manchmal Ausnahmen, wenn man sehr hohe Dioptrienwerte hat. Aber man sollte damit rechnen, man sollte es selber bezahlen. In Deutschland gibt es noch die Möglichkeit, die Kosten von einer Augenlaserbehandlung steuerlich abzusetzen. Wie sind Sie organisiert oder auf welchen Märkten treten Sie auf? International Vision Centers hat seine Klinik in Amsterdam, in den Niederlanden. Dazu haben wir in den Niederlanden eine zweite Niederlassung, das ist in Nijmegen. Hier in Deutschland, in Düsseldorf, haben wir eine Niederlassung. Wir arbeiten an mehreren Niederlassungen in mehreren Ländern in Europa. Mazedonien wird eine Niederlassung geben innerhalb der nächsten paar Monate. Dazu ist wichtig, dass unsere Patienten aus vielen europäischen Ländern mittlerweile kommen. Wir behandeln nicht nur Menschen aus Deutschland und den Niederlanden. Es gibt Menschen aus der Schweiz, wir haben Menschen aus Finnland, aus Großbritannien behandelt, aus Belgien. Und mehr in Europa findet man uns für Augenlaserbehandlungen. Prima, dann bedanken wir uns fürs Interview und wünschen Ihnen und Ihren Patienten ein brillenfreies Leben. Ich danke auch für diese Möglichkeit, uns hier präsentieren zu dürfen.